Hey Gary, alte Brimselbirne. Hast du kurz Kapazitäten für mich? Hallo Gerd, schön dich zu sprechen. Hast du 5 Minuten Zeit für mich? Bevor wir die nächsten Termine schedulen, habe ich ein kurzes Heads-up für dich. Ich wollte unbedingt mit dir reden, bevor wir die nächsten Termine festlegen. Ich will den Fokus shiften, dass wir die Scopes align. Mir kommt es vor allem darauf an, dass wir den Umfang der einzelnen Projekte miteinander abstimmen. Die gute News ist, dass ihr dann auch mehr Support habt. Dann könnt ihr am Ende auch bessere Unterstützung bekommen. Der Intern fühlt sich nicht so richtig wohl bei euch im Workstream. Ich habe den Eindruck, der Praktikant fühlt sich noch nicht so richtig wohl. Er hat nicht das Gefühl, dass wir ein guter Employer sind. Ich glaube, er hat von uns als Firma noch nicht den allerbesten Eindruck. Und das wäre schade. Er sollte mehr End-to-End-Responsibility bekommen. Sorg am besten mal dafür, dass er eine Aufgabe so richtig von A bis Z alleine umsetzen darf. Vielleicht kannst du seine Tasks entsprechend noch mal besser tailern. Such ihm dazu bitte auch eine richtig gute, passende Aufgabe raus, ja? Und mehrmals am Tag ein Check-in mit ihm durchführen. Und lass ihn nicht den ganzen Tag alleine. Sprich auch mal mit ihm. Ja, mit ihm müssen wir noch viel iterieren. Und erwarte nicht gleich zu viel beim ersten Mal. Übung macht den Meister. Und er muss erst mal Fehler machen, um daraus zu lernen. Jenny ist halt noch ein Rookie. Sie ist noch kein Step ahead. Jeanette ist halt wirklich noch ganz neu in diesem Bereich. Caroline ist schon richtig knowledgeable. Caroline hat schon richtig viel Erfahrung. Die ist aber nur noch bis Mitte April gestafft. Leider ist sie nur noch bis Mitte April bei uns. Cool. Bye. Danke für deine Zeit. Bis später.